Da drüben, diese Kugel, bin ich mir ziemlich sicher, dass die losgehen wird, sobald wir uns irgendwie auch nur in die Nähe von ihr bewegen. Aber hier liegt erstmal... Oh, du Scheiße, da ist ja schon einer. Ja, du solltest zur Seite springen, Lara. Nein. Oh, Kamera. Ich hasse diese Kamera. Ich hasse sie. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Kamera. Ah! Nur noch 65 Schuss mit den Knarren. Okay. So, machen wir mal weiter Munition. Auf einmal wirkt der T-Rex von ganz am Anfang so easy, oder? So, laufen wir hier drüber? Wir laufen hier drüber. Oh, wir können da gar nicht drüber laufen. Können wir mit Anlauf da vielleicht drüber? Nein, können wir nicht. Okay. Okay. So, da... Oder doch, wir müssen doch irgendwie darüber kommen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Okay, erstmal haben wir jetzt das andere Vieh da geweckt. Ja, okay, ich bin reingesprungen. Erledige es doch einfach. Noch 8 Schuss jetzt. Bleiben übrig. Bleiben noch 8 Schuss übrig. Für meine Lieblingsknarren. Danach wechseln wir, glaube ich, auf die... Ach Gott, ich habe geladen. Ich habe die Scheiße geladen. Nein, was mache ich das? Eigene Dummheit. Eigene Dummheit. So. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Gucken, ob hier nicht vielleicht doch irgendwie was von uns aus zu erreichen ist. Zum Beispiel dieser Vorsprung da. Ja. Doch, schaffen wir. Komm, jetzt. Aha, sehr schön, erledigt. So, speichern, Philipp. Speichern, genau. So. Schauen wir uns doch mal hier um. Munition. Ah, ja, ist ja gut. Halt die Klappe, ich komme irgendwann zu dir. Rand gehen, umschauen. Ist ja gut. Ist ja gut. Darüber springen? Darüber springen, ne? Ist ein weiter Sprung, aber wahrscheinlich machbar. Und. So, okay. Hoffentlich wird das hier nicht gleich zum Leben erweckt oder so. Das wäre unschön. So, jetzt darüber. Ich speichern wir einmal kurz. Jetzt. Tada! Und da ist noch mehr Munition. Yay! Richtig viel Uzi-Munition sammeln wir gerade. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Uzi auch richtig viel Munition verschießen wird. Yay! So, gucken wir mal, was der Schalter hier macht. Zumindest nichts, was ich gerade sehe, was der macht. Ha. Dann müssen wir jetzt darüber. So. Und. Los geht's. So. Ja, okay, es bleibt nur eine Möglichkeit übrig. Wir ziehen das Ding ein Stück nach hinten. Legen dort halt was frei.
Aha. Ach so, diese Tür. Wahrscheinlich hat der Schalter diese Tür geöffnet. Würde zumindest Sinn machen. So. Ja, okay, jetzt kommen wir hier zurück. Aber wieso sollen wir zurück? Wieso sollen wir zurück? Wieso sollen wir zurück, ist die Frage, die ich mich gerade stelle. So. Oh, fuck. Ja, den, ja. Ist ja klar, ne? Easy. Easy. Mr. Watt. Probieren wir sie mal aus. Okay, da bin ich zu früh gelaufen. Der geht auf mich. Der geht auf mich. So. Waffen auswählen. Okay, ich hätte nicht zu der Seite springen sollen. Das wird hier noch ein bisschen kompliziert, habe ich das Gefühl. So. Nutzi's einmal. So, einer ist weg. Da stehen auch noch direkt zwei von denen. Okay, der schießt keine Explosionsdinger zumindest. Okay, beide weg. So. Wechseln wir jetzt aber erstmal wieder auf die. So, speichern wir einmal. Okay, und jetzt müssen wir darüber. Okay, und schon sind wir ja auch hier drüben. Frage, wo geht's lang, ne? Okay, da kommen wir hoch. Okay, da geht's nicht lang. Dann müssen wir da hoch. Dann müssen wir da hoch. Schauen wir uns auch nochmal auf der anderen Seite um. Ob da nicht irgendwie was ist. Nein. Ist nicht. Dann weiter. Immer weiter. Wir haben ja immer noch eine Rechnung auf mit einer gewissen Person. Die uns verarscht hat. Aber so richtig. So, nehmen wir die Munition noch mit. Ich möchte mal ganz kurz gucken, jetzt wo ich die Munition eingesammelt habe. Okay, noch nicht der Fall. Nicht, dass irgendwie, man kann nur 3000 Munition mit sich führen oder so. So, aha, da ist doch noch einer. Wusste ich doch. Weiter nach hinten, Lara. Weiter nach hinten. So. Gut. Dann ist jetzt Uzi-Time. Die Magnums haben ihre letzten Kugeln abgegeben. So. Ich frage mich, wie weit geht's denn noch da hoch? Ein oder zwei Etagen, glaube ich, noch. Ein oder zwei Etagen, okay. So, wo sind wir denn hier? Hier ist wieder Springen über Lava angesagt. Okay. Erstmal nach da drüben. Und hier rein. Hier ist nämlich ein Schalter. Aha. Legen wir den um. Irgendwas hat sich verändert. Gucken wir was. Aha, die Steine haben sich bewegt. Jetzt können wir da rüber wahrscheinlich. Okay. Und da einmal hin. Jetzt. Dahin. Oh, mein Herz. Nein, zu weit. Er war zu weit.
Der war zu weit. Ich hab's noch nicht so wirklich raus mit, wann muss ich den weiten Sprung nehmen, wann den kurzen. Das habe ich noch nicht so ganz raus. So, ab nach da drüben. Das war ein bisschen knapp, Philipp. Nächstes Mal bitte nicht so knapp. Einmal hier umstellen. So. Rüber. Rüber. So, jetzt den kurzen Sprung. Genau. Jetzt müssen wir nach da drüben. Eventuell. Wow. So, genau. Jetzt können wir da rein. So. Nein! Warum? Warum? So, jetzt da, so. Jetzt brauchen wir noch da. So. Müssen wir doch einfach nur, wenn wir darüber laufen, oder? Genau. Ha, geht doch. Jetzt können wir hier in Ruhe hoch. Warum immer so schwer machen, wenn es auch einfach geht? Speichern. Jetzt wird hier wahrscheinlich wieder ein Schalter sein, der wieder die Sachen umstellt und dann kommen wir noch da ganz drüben. Jo. So easy ist. Ja, ich würde gerne rausgucken können. Okay, gehen wir erstmal hier einen Schritt runter. Nein! Oh. Ah. Immer dieser eine Schritt zu viel, ne? Dieser eine Schritt zu viel. Habe ich ein Talent für. Immer dieser eine Schritt zu viel. So, hier runter. Was möchte ich? Nein! Oh. Da war er wieder. Sag ja, ich habe ein Talent dafür. Sag ja, dass ich ein Talent dafür habe. So. Dann einmal wieder. So, jetzt langsam nach vorne. Na, und jetzt guck mal, ob wir uns da irgendwie festhalten können. Nee, weil wir wahrscheinlich schräg dazu stehen. Wir sollten vielleicht einfach versuchen, rauszuspringen aus dem Fenster. Das. Oder ich sollte das versuchen. Ich meine, spiele ich ja in dem Fall jetzt alleine, ne? So. Aha, geht doch. So, speichern wir mal. Damit ich nicht mehr diesen dämlichen Weg gehen muss, diesen Schalter umzulegen. So, jetzt würde ich sagen, eigentlich nach da drüben, oder? Da macht jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Sinn hin. So. Ticken. Noch ein Ticken. So sieht's gut aus. Jetzt einen Schritt zurück. Nach vorne. Sprung. Perfekt. Wieso kannst du nicht so die ganze Zeit laufen, Lara? Hm? So. Woo. Knapp, aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Oh, wow, 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 wow. Ja, schieß du gegen die Wand weiter. Schieß einfach gegen die Wand weiter. Das machst du gut.
Beide erledigt. Beide erledigt. Speichern einmal. Oh Gott, welche Tür ist jetzt aufgegangen? Welche Tür? Wahrscheinlich liege ich in so Alkoven drin? Nee, schade. Dann... nee, das ist nur eine Tür. Gut. Nur eine Tür. Hier ist wieder eine Tür. Legen wir den Schalter mal um. Oh, Lava, 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 Lava. Wir müssen hier hoch, oder? Ich glaube, wir müssen da hoch. Schauen wir mal. Ah, guck mal. Da. Aha. Aha. Ich wusste doch, dass es irgendwie hier an der Seite was gab. So. Ich stehe hier durch. Und jetzt gucken wir einmal nach oben. Aha, dahin. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Achso, warte. Wir gehen mal eben kurz zur Seite. So, Tür zu. Genau. Jetzt da hoch. Schauen wir uns das erstmal hier oben um, bevor wir uns der Lava ausliefern. Ah, guck mal. Ich glaube, wir sind sogar richtig. Das kann doch nur bedeuten, dass wir da... Ah? Oder habt ihr es jetzt langsam begriffen? Ich glaube, sie haben es begriffen. Unglaublich. So, jetzt einmal darüber. Es ist so leise, so ruhig. Wieso ist es das? So. Einmal speichern, bitte. Noch mehr Munition, die wir auch brauchen. So. Die sind hier echt an jeder Ecke, ne? An jeder Ecke sind die Mistviecher. Ich will doch gar nichts aus eurem Heiligtum stehlen. Ich will nur Nabla aufhalten. Das erinnert mich ganz an den Anfang. Okay. Ja, Philipp, lauf auf die Kugel zu. Lauf einfach auf die Kugel zu. Was soll denn schon passieren? Was soll denn schon passieren, wenn du auf eine Kugel zuläufst, ne? So. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Kommt die Kugel schon? Die Kugel kommt noch nicht. Speichern bitte einmal kurz. So. Jetzt runterspringen. Haha. Müssen wir da durch, okay. So. Und schon sind wir durch. Da ist das Ganze durch. So. Hallo? Ist hier jemand? Fliegeviech oder ähnliches? Das sind ein paar große Stühle. Sehr, sehr große Stühle. Welcher Rat hat denn hier bitte schon getagt? Und wie groß waren die Leute, die da drauf saßen? Bitte sag mir nicht, dass ich mit diesen Leuten was zu tun haben muss. Das wäre sehr mies für mich, glaube ich. Kommen wir da hoch? Hallo? Nein, hoch kommen wir da nicht. Gut. Wahrscheinlich über einen der anderen. Und so wie ich mein Glück kenne, wird es der letzte sein. Und zwar dann der da drüben, nicht wahr? Nicht wahr? Schauen wir mal. Hallo, springst bitte nochmal, Lara. Danke. Okay. Doch keiner der Stühle. Können wir das Dinger hier rausziehen? Die sehen so aus eigentlich. Aha. Okay, schieben. Sie will schieben. Dann lassen wir sie doch mal schieben.
So. Möchtest du noch weiterschieben? Nein, möchte sie nicht. Gut. Was ist hier? Hier sind die Schalter auf jeden Fall. Legen wir die Schalter mal um. Okay. Dahinter verbirgt sich eine Falle. Gut zu wissen. So. Schieben wir den mal. Okay, den können wir gar nicht schieben. Aha. Den will sie gar nicht schieben. Das ist gut zu wissen. Wie sieht es hier auf der rechten Seite aus? Den will sie auch nicht. Okay, dann müssen wir links rum. Dann müssen wir links rum. So, noch einmal. Komm schon. Gib ihm. Jawohl. So, jetzt gucken wir einmal kurz auf der ganz anderen Seite, ob da vielleicht noch irgendwas lag, was wir gebrauchen könnten. Hier lag nichts, aber kommen wir da hoch? Nee. Kommen wir da vielleicht irgendwie runter? Kann sein. Gut. Dann, linker Schalter hat nicht so geil funktioniert. Probieren wir es mal mit dem rechten. Okay. Ist genau so ein Mist. Okay. Da erwartet uns eine Kugel. Verstehe. Ja. Okay, dieses Rätsel werden wir uns dem nächsten Mal annehmen. Bis dahin, mach's gut, ciao.